Solana Meme Coins sind aktuell mega im Trend und obwohl Bitcoin Halving noch vor der Tür steht, haben sich schon einige die Taschen richtig voll gemacht, indem sie Meme Coins getradet haben. Und Solana ist eine super beliebte Chain dafür. Und deswegen schauen wir uns im heutigen Video an, wie ihr Solana Meme Coins kaufen könnt und wie ihr hierfür auch die besten Preise findet, sodass ihr dadurch auch euren Gewinn maximieren könnt, sobald ihr die Meme Coins verkauft. Aber bevor wir starten, wie immer der Haftungsausschluss. Ich empfehle euch hier nicht in Meme-Coins zu investieren oder irgendwelche speziellen Meme-Token. Ich zeige euch lediglich, wie das geht, sodass ihr danach euer eigenes Risk-Management durchführen könnt, um zu schauen, was seid ihr gewillt zu riskieren für welchen potenziellen Profite. Meme-Coins geben uns zwar mega Potenzial, unser Investment zu verdoppeln, verzehnfachen, hundertfachen oder vielleicht auch ein x500. Aber genauso hoch ist mindestens das Risiko, dass wir auch unser komplettes Investment verlieren. Also investiert nur das in Meme-Coins, was ihr bereit seid, 100% zu verlieren und wägt euer Risiko und Profitverhältnis ab, einfach je nachdem, wie euer Risk Management ist. That being said, los geht's. Wie können wir nun Solana Meme Coins kaufen? Als allererstes brauchen wir ein Solana Wallet, denn Meme Coins kann man in der Regel nicht auf Exchanges kaufen und insbesondere dann nicht, wenn sie gerade erst auf den Markt gekommen sind und entsprechend auch das höchste Potenzial an Prozenten mitbringen. Eine beliebte Wallet ist die Phantom Wallet. Das ist eine Software-Wallet, genauso wie MetaMask oder ähnliches, aber halt hier für die Solana-Chain ausgelegt. Die könnt ihr auf dem Desktop nutzen als Browser-Extension für Firefox, Chrome, Brave und Edge oder auch auf eurem Smartphone einfach eurem Apple Store oder Play Store runterladen. Ich zeige euch das heute einmal anhand eines Browser-Extensions und wenn ihr diese Extension installiert habt, müsst ihr eine neue Wallet erstellen und dafür bekommt ihr verschiedene Wörter angezeigt. Diese Wörter sind eure sogenannte Seed Phrase und die schreibt ihr euch bitte sicher auf. Du solltest deine Seed Phrase immer sicher aufbewahren vor Dritten, aber auch vor Feuer, Hitze, Wasser oder einfach eine hohe Luftfeuchtigkeit, denn ohne deine Seed Phrase hast du keinen Zugriff mehr auf deine Kryptos. Entsprechend bitte lagere sie sicher und am besten nicht einfach nur auf ein Blatt Papier schreiben, sondern zum Beispiel eine Metallplatte oder ähnliches nutzen, damit sie, wie gesagt, vor Feuer und auch Wasser oder andere Situationen geschützt ist. Links zu ein paar dieser Produkte findest du unten, die ich persönlich sehr gerne habe. Okay, prima. Jetzt haben wir also unsere Wallet erstellt. Wir haben unsere Seed Phrase aufgeschrieben und sicher aufbewahrt. Jetzt brauchen wir ein paar Solana auf unserer Wallet. Und dafür können wir einfach hier auf Receive klicken und uns Solana von einer anderen Wallet, unserer Exchange oder ähnliches rüberschicken lassen. Einfach QR-Code scannen oder hier die Wallet-Adresse kopieren. Wenn wir noch keine Solana haben, wie gesagt, entweder über eine Exchange kaufen oder alternativ direkt hier in der Phantom Wallet kaufen. Einfach wieder hier auf Solana klicken, angeben, wie viel Dollar oder Solana wir kaufen wollen. Und dann finden wir hier einen Drittanbieter, in dem Falle MoonPay aktuell, mit dem wir unsere Kredit- oder Debitkarte als auch Banktransfer, also SEPA, bezahlen können. KYC ist in der Regel hierfür Voraussetzung und in der Regel sind auch die Exchange Rates über Exchanges besser als hier über solche Schnittstellen. Nachdem wir nun ein paar Solana auf unserer Wallet haben, ist es Zeit, diese für etwas anderes zu tauschen bzw. zu swappen. Dafür gehen wir zum Beispiel auf eine dezentrale Exchange wie zum Beispiel Radium.io, Link unten in der Beschreibung, denn es ist wichtig, dass du auch den korrekten Link nimmst und nicht irgendwelche Copycat, die nachher einfach nur deine Wallet leersaugen wollen. Also immer sicher sein, dass du die richtige URL hast. Wenn du die schon mal benutzt hast, speichere sie dir ab als Bookmark oder ähnliches, damit du da immer sicher drauf zugreifen kannst. Danach entscheiden wir, wie viel Solana wir in einen bestimmten Token investieren wollen oder halt wie viel Dollar. Ich gebe jetzt einfach mal ein Solana ein und danach klicken wir hier auf Two und da suchen wir jetzt den Token aus, den wir kaufen wollen. Und ich mache das jetzt am Beispiel von Bonk. Ich sage nicht, dass ihr Bonk kaufen sollt, einfach nur hier als Beispiel. Ihr könnt hier oben dann entweder den Namen eingeben oder die Adresse von dem entsprechenden Token. Wenn ihr die Adresse habt, nehmt diese, denn wenn ihr hier einfach nur einen Namen habt, seht ihr schon, dass es viele Token mit dem gleichen Namen gibt. Einige, die einfach nur auf den Hype mit aufsteigen wollen und entsprechend viel Geld auch einsammeln wollen. Aber es gibt auch immer wieder schwarze Schafe, die hier im Endeffekt
diesen Token kopieren, in der Hoffnung, dass unwissende Investoren hier in den falschen Token investieren und dann einen Rugpull machen, deine Wallet leersaugen oder ähnliches. Also vergewissert euch immer, dass ihr hier die richtigen Token habt. Auch die Bilder können mitunter gleich sein. Achtet drauf. Wenn ihr euch nicht sicher seid, klickt hier einmal drauf, das leitet euch weiter zur Solana Blockchain auf soulscan.io und dort findet ihr alle wichtigen Daten, die ihr benötigt, um in der Regel sicher zu sein, dass ihr hier in den richtigen Token investiert. Bei Bonk zum Beispiel sehen wir hier jetzt den Preis, den wir einmal überprüfen können, aber insbesondere auch Market Cap und Holders. Also, wenn ihr euch sicher seid, das ist der richtige Token, dann geht ihr hier einmal auf Connect Wallet, sucht hier in dem Fall Phantom Wallet aus, oder welche Wallet ihr auch immer nutzt. Ihr könnt auch Wallet Connect nehmen, wenn ihr zum Beispiel lieber eure Meme Coins und eure Solana Chain auf einer Hardware Wallet nutzen wollt, was ich euch auch definitiv empfehle, aber dazu gehen wir nachher nochmal ein bisschen genauer ein. Also, jetzt nehmen wir erstmal Phantom Wallet. Er kalkuliert dann den Preis. Ihr könnt hier sämtliche Informationen sehen, wie viel Token ihr bekommen würdet aktuell, wie hoch der Price Impact wäre. Und wenn ihr damit einverstanden seid, könnt ihr hier auf Swap gehen. Wir können auch noch hier auf mehr Informationen klicken und insbesondere hier uns die Slippage Tolerance einmal anschauen. 0,3 ist relativ wenig, insbesondere auch für einen Memecoin. Bei einem Memecoin gehe ich in der Regel zu 0,5 oder sogar höher, denn je niedriger die Slippage-Tolerance ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Transaktion gar nicht erst durchgeht, sondern failt oder auch einfach deutlich, deutlich länger benötigt. Und wie wir wissen, Memecoins sind super, super volatil. Da kann innerhalb von Minuten oder manchmal auch Sekunden mega, mega viel passieren. Und wenn wir damit alles einverstanden sind, klicken wir einfach auf Swap, bestätigen das noch einmal hier in unserer Phantom-Wallet. Und das war's. Eine andere beliebte dezentrale Wallet ist yup.ag und Jupiter greift auf verschiedene Exchanges zu und nimmt dadurch die besten Raten, sodass wir hier die besten Preise im Endeffekt bekommen sollten, wenn wir Memecoins kaufen. Und sollte die Transaktion durch sein und du siehst deine neu gekauften Token nicht in deiner Wallet, bitte bekomm keinen Herzinfarkt. Je nachdem, welche Wallet du benutzt, musst du in der Regel erst noch die Token-Adresse hinzufügen. Dafür klickst du einfach auf Add Token oder Manage Token, gehst dann wieder auf die Solana-Chain, was wir ja schon aufhaben, weil wir hier den Token verifiziert haben und kopieren nochmal die Token-Adresse. Diese geben wir dann einfach ein, müssen gegebenenfalls nochmal den Token-Namen und die Dezimalzahl hiermit eingeben und speichern das ab. Sobald das durch ist, voilà, sind deine Token auch in deiner Wallet. Das ist einer der beliebtesten Wege, der einfachsten Wege und natürlich auch kostenfrei. Ich möchte euch gleich aber auch noch zeigen, wie ihr ein bisschen sicherer euch um eure Memecoins kümmern könnt und sicherer lagern könnt. Aber vorweg, wenn euch das Video bisher geholfen hat, hilfreich war, dann bitte supportet doch gerne meinen Channel, lasst ein Like da, subscribe zu dem Channel und wenn ihr natürlich irgendwelche Freunde habt, die das auch wissen müssen, eine Anleitung brauchen, dann teilt das natürlich auch sehr, sehr gerne. Okay, ihr habt jetzt einen kostenfreien Weg gefunden, wie ihr Memecoins auf der Solana-Chain kaufen könnt. Aber Hot Wallets sind in der Regel auch anfällig für Hackerangriffe und ähnliches. Schon allein aus dem Grund, dass sie die ganze Zeit mit dem Internet verbunden sind, oft auch keine zweifache Authentifizierung haben und ähnliches. Ich habe dazu schon mehrere Videos gemacht, warum ich empfehle, eine Hardware-Wallet zu nutzen. Und das gilt auch, wenn ihr Memecoins auf der Solana-Chain kaufen wollt. Und jeder, der mich jetzt schon ein bisschen länger folgt, der weiß auch, dass ich empfehle, wenn ihr Airdrops nutzt, wenn ihr Memecoins kauft oder wenn ihr Smart Contracts nutzt, jedes Mal eine neue Wallet zu nutzen. Und deswegen kann die Decent Hard Wallet eine super Option für diesen Fall sein. Denn die Decent Wallet erlaubt uns bis zu 80 Crypto-Wallet-Adressen zu besitzen, in einer einzigen Hardware. Also wir können bei vielen Airdrops mitmachen, wir können viele Memecoins einkaufen und uns auch mit vielen Smart Contracts verbinden. Aber warum solltet ihr für jede einzelne eine neue Wallet-Adresse nutzen? Spätestens, wenn ihr einmal eine leere Wallet habt, weil ihr euch mit einem scammy Smart Contract verbunden habt oder ähnliches und eure Wallet leer ist, spätestens dann denkt ihr an meine Worte. Hinzu kommt, während wir mit der Phantom Wallet zum Beispiel einfach nur eine Transaktion bestätigen mit einem Knopfdruck, wie ich euch das gerade gezeigt habe, ist das bei einer Hardware Wallet anders.
Bei der Decent Wallet zum Beispiel müssen wir unsere Transaktion mit unserem Fingerabdruck bestätigen. Das heißt, keiner außer uns kann hier eine Transaktion bestätigen, kann unsere Kryptos irgendwo anders hinsenden. Aber keine Sorge, du kannst mehr als nur einen Fingerabdruck verwenden. Entweder einfach noch einen zweiten, zum Beispiel auf der anderen Hand, oder natürlich auch die Person deines Vertrauens. Aber sei sicher, dass du der wirklich vertraust. Ein weiterer Vorteil der Decent Wallet, was die Sicherheit auch extrem erhöht, ist die Möglichkeit, eine Passphrase zu hinterlegen. Passphrase ist ein 25. Wort, was wir hinzufügen können zu unserer Seed Phrase. Und das ist nicht einfach nur ein Wort, was uns genannt wird, während wir die Wallet erstellen, sondern es ist ein Wort oder eine Zahlen-Number-Kombination, die wir uns selber aussuchen können. Es kann wirklich alles sein, was erdenklich möglich ist. Es muss gar keinen Sinn ergeben und es kann case-sensitive sein, beziehungsweise Passphrase ist case-sensitive. Entsprechend kannst du ja auch Groß- und Kleinbuchstaben differenzieren. Und wenn ihr eine Passphrase eingerichtet habt, ist es eigentlich unmöglich, dass eure Seedphrase irgendwann mal gehackt oder von einem Bot erraten wurde, solange ihr eure Seedphrase irgendwo sicher aufbewahrt, wo kein Dritter die einsieht. Wenn ihr Interesse habt, selber eine Decent Wallet euch zuzulegen, findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Er gibt euch $30 Rabatt auf euren Einkauf. Und wenn ihr mehr zu Decent wissen wollt, findet ihr hier nochmal mein Review-Video dazu. Jetzt schauen wir uns aber noch einmal kurz an, wie wir dann die dezentralen Exchanges wie Radium oder Jupiter.io dann nutzen können, um Meme-Coins zu kaufen, wie hier der Prozess ist. Da gehen wir jetzt einmal nochmal ganz kurz durch. Wir machen das jetzt einmal am Hand von Jupiter. Da gehen wir einmal wieder rauf. Wir geben ein, wie viel Solana wir investieren wollen. Wir suchen uns, wie auch vorher schon, bei Radium aus, welchen Token wir hier kaufen wollen und klicken dann auf Connect Wallet. Wir haben hier die Möglichkeit von Wallet Connect zu nutzen oder wir klicken auf More Wallets und da seht ihr auch MetaMask, Solana, Phantom Wallet und ähnliches. Aber in dem Fall jetzt nehmen wir Wallet Connect. Hier seht ihr einen QR-Code und um diesen QR-Code zu scannen, öffnen wir einmal unsere Decent Wallet App, auf der wir natürlich schon Solana drauf haben. Klicken einmal auf den Reiter Discovery und dann haben wir hier oben in der linken Ecke einmal das QR-Zeichen. Damit können wir dann den QR-Code scannen. Und sobald ihr das connected habt, könnt ihr, so wie ich es euch vorher schon gezeigt habe, auch wieder einfach eure Token kaufen. Diesmal bestätigt ihr dann aber nicht den Einkauf mit einem Klick in eurem Desktop, sondern auf eurer Decent Hardware Wallet mit eurem Fingerabdruck. Und natürlich habt ihr hier bei der Hardware Wallet auch ein Screen. Dort könnt ihr die Transaktion und sämtliche Details auch nochmal in Ruhe anschauen und bestätigen, dass das auch wirklich die richtigen sind. Ich hoffe, das Video war hilfreich und wenn du zusätzlich auch noch wissen möchtest, wie du Base Meme Coins traden kannst, dann findest du das Video demnächst hier.